Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Wildstar. In der letzten Folge haben wir Artemis Zinn nicht mehr zu Wort kommen lassen, das wollen wir jetzt sofort ändern und hören, was sie uns zu sagen hat. Ich höre. Oh, sie hört. Endlich, der Schlüssel der Moment... Was? Endlich, der Schlüssel, der Moment, auf den ich so lange gewartet habe, von dem ich so lange geträumt habe. Schon bald wird es das gesamte Wissen von Nexus mir gehören. Lass uns nicht im Ungewissen. Geben Sie meinen Zuschauern das Ende, auf das sie warten. Nexus-Mysterien sind immer überaus unterhaltsam. Chembot 1, Chembot 2, seid ihr drauf? Ladies und Gentlemen des Dominion, ich präsentiere den Würfel der Ältesten. Eingabe akzeptiert. Initiere Interface des Würfels der Ältesten. Bitte warten. Tatenlos zuzusehen ist einfach nicht mein Stil. Bei den Göttern, du bist wunderschön. Sicherheitsrisiko entdeckt. Abschottungsprotokoll aktiviert. Priorität Alpha. Bitte warten. Was? Nein! Ich war so nah dran! Oh je. Ich stehe so kurz vor einem epischen Promi-Ausraster. Erfolg verliehen. Verloren im Nebel. Hier haben wir nichts mehr zu tun. Wir müssen weg. Du gehst zum Brückenkopf der Verbannten in Grauufer und sabotierst die Baken der Landungskapseln, um die Evakuierung zu ermöglichen. Ich werde ihre Baken sabotieren. Geht doch nicht über eine Katastrophe, um den Kreislauf auf Trab zu bringen. Gut. Na dann, ich nehme an, wir müssen bei beiden... Was? Warum müssen wir 200 Meter in diese Richtung? Müssen wir hier runter? Ah, dorthin. Warum ist das hier so leer? Ach, wir haben das alles neutralisiert. Okay. Ich bin noch nicht so sicher, ob ich hier hin möchte oder ob ich erst die andere Quest machen will. Aber wir folgen einfach mal dem Weg. Erfolg verliehen! Erfolg verliehen. Oh, hier hinten habe ich gesehen, dass wir was machen können. Hm. Wahnsinn. Was passiert, wenn ich hier... Werde ich zurückgeportet? Okay, ich wollte bloß gucken, ob ich an einen anderen Ort komme. Also nochmal. Gut. Aber ich schnell nicht ganz. Okay, jetzt bin ich sowieso hier runtergefallen. Von dort aus zur Oberfläche zu gelangen. Die sind Dieb, ne? Ja. Ich bin gerade... Dort waren wir doch gerade bei dem Ding. Wir sind tatsächlich zu dem. Und der Kriegs... War das der Kriegsbot dort oben? Wir haben es gleich, Freunde. Ich verspreche es. Ich bin gerade nur verpeilt. Der ist lieb. Gut. Dann schauen wir doch mal, ob der Kriegsbot... Da war hier oben einer in Rot. So. Nochmal bitte. Den hier drüben. Zerstöre den Verbannten. Hm.
Wenn wir jetzt einmal hier oben sind, töten wir den. Und kriegen sogar Loot. Loot ist gut. Und können uns ja umschauen, was das hier ist. Wir können nicht rein. Schade. Einmal will ich noch schauen. Weil anscheinend... So. Okay. Wir stehen jetzt hier oben. Und können doch eigentlich nichts anderes machen, als hier wieder runterzuspringen. Bin ich blind? Ich glaube schon. Wir sind doch hier unten gleich wieder nur dort, wo wir vorher waren. Au! Bist du nicht lieb? Warum schießt du mich ab? Naja. Wie dem auch sei. Du gehst hier lang. Er sagt, ich soll da lang. Und du sagst, ich soll da lang. Dann nehmen wir jetzt einfach mal diesen Teleporter. Ich will auch nicht zu lange hin und her rennen. Ah, okay, wir sind wieder... Wir stecken in einer Lücke. Jetzt. Und der ist... knapp einen Kilometer in der Richtung. Wieso? Läuft ja nicht mehr. Oh, weil ich unten den Chat so spamme. Wie peinlich. Na? Okay. Jetzt läuft er wieder. Aber ich habe noch nichts gespammt, richtig? Richtig. Hast du nicht gesagt? Okay. Das ist die failigste Folge, die ich seit langem hatte. Ich habe zwar noch nicht so viele, aber sie ist absolut failmäßig. Sollen wir jetzt wirklich die ganzen 800 Meter in diese Richtung latschen? Gehen wir mal dahin und schauen, was passiert. So. Sind ja auch keine Gegner mehr. Beziehungsweise ihr seid lieb. Ja, ihr seid alle lieb. Und hier noch drüber, was ist denn das für ein Schaffe? Ach so, von dem riesengroßen Ding da. Meter da lang. Das wird ja immer absurder. Ich glaube, wenn ich die Höhle genommen hätte und die erste Quest geschnallt hätte, dann hätten wir diesen langen Weg jetzt nicht auf uns nehmen müssen. 300 Meter gleich in die andere Richtung. Wow. Wo sind wir denn? Oh Gott, oh Gott. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich tot sind. Wir sind, Gott sei Dank, im Wasser gelandet. Schnell nach oben. Sind wir oben? Wir sind oben. Dann können wir gleich beobachten, wie er ein bisschen schwimmt. Ich bin schon mal einen Berg runtergerutscht. Und da hat es mich einfach instant getötet, weil ich geschlittert bin. Und als ich dann am Grund aufgekommen bin, da hatte ich dann 12.000 Schaden und es hat mich direkt aus den Socken gehauen. Oh, hier gibt's Booster. Eigentlich. Hier hinten ist der Booster. Super. Die sind alle Level 5.
Triple Kill. Also scheinen wir relativ richtig zu sein im Gebiet, weil sie uns nicht überfordern. Oh. Bleib hier. Du sollst sterben. Oh, ich habe zu spät reagiert. Aber ist nicht kritisch gewesen. So. Was sollen wir jetzt genau noch machen? 93 Meter in der Richtung. Also machen wir einfach mal das Feld hier. Sauber. Ach, du lebst noch. Jetzt nicht mehr. So, ein Granok. Ein Panzer haben wir hier. Da kommt doch einer unserer bösen Dominion-Kollegen. Ah, bist du das? Kriegsbot der Verbannten, genau. Die machen wir direkt mit einem anderen Spieler fertig. So. Oh. Er landet einfach sofort auf uns. Okay. Wir haben es anscheinend da nicht so drauf gehabt. Beziehungsweise sie hat ja schon vor uns angefangen, den einzuhämmern. Doppelkill. Wo geht es denn hier lang? Oh, wir können hier Wissen abstauben. Ich lese es übrigens absichtlich nicht vor, weil es immer um relativ lange Texte geht, beziehungsweise im galaktischen Archiv gibt es für jedes Gebiet und jede Art und alles, was es hier noch so gibt, riesengroße, fette Einträge. Und weil ich dachte, ich langweile euch damit, wenn ich den ganzen Kram vorlese, ist es manchmal bei den Quests schon relativ grenzwertig, nehme ich die einfach nur auf und sage quasi nichts dazu. Falls euch aber trotzdem das interessiert, dann sagt mir einfach mal Bescheid, dann kann ich die Texte aufmachen. Also aufmachen im Sinne von im Archiv öffnen. Ihr könnt sie euch durchlesen und, drückt einfach in der Zeit auf Pause oder irgendwie sowas. Was ist das? Was passiert, wenn ich das nutze? Ist das schon dafür da, dass ich das nutze? Nee, wir wollen noch nirgendwo hinreisen. Sind das nicht coole Motorräder? Gut. Wir sind hier also doch vollkommen falsch gewesen. Und wir haben die Quest... Oh mein Gott, bitte nicht sterben. Gut. Aber dafür eine relativ kurze Reichweite hier hinten irgendwo. Direkt hier. Wo ist denn hier ein eldanischer Teleporter? Einfach weiter, ohne zu sehen, dass der schon längst tot ist. Da hinten haben wir gleich noch Wissen. Aber wir klären einfach mal das Gebiet zuerst. Doppelkill. Wir kriegen ja auch Erfahrung dafür. Da lohnt sich das. Ich möchte gern das Wissen, was ihr hier beschützt. Doppelkill. Gut. Und dich töten wir auch noch. Erfahrung können wir immer gebrauchen. Schließlich wollen wir ja am Level steigen. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ich schaue mich hier immer noch so ein bisschen um.
Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, wo wir hin müssen. Weil anscheinend sind wir ja laut... Laut unserem Routing... Können wir das benutzen? Sieht das wie ein Maschinengewehr? Nein, leider nicht. Laut unserem Routing sind wir ja genau hier quasi an der richtigen Stelle. Das ist das Schiff. Aber... Ich sehe auch irgendwie keine Gegend. Doppelkill. Wo dieser Teleporter ist. Das ist doch auch keiner, oder? Nein, an den Ding können wir auch nichts machen. Ich bin überfragt. Hier hinten ist auch nichts. Und dort oben ist das Schiff. Verloren im Nebel ist ein sehr guter Name für diese Quest. Und da ich momentan auch verloren bin und nicht weiß, wo es lang geht, schlage ich vor, dass ich mich mal in der Folgenpause ein bisschen erkundige und die Sache erkunde, so. Und dann in der nächsten Folge, die dann hoffentlich nicht so fällig ist wie diese, es tut mir wirklich leid, schauen wir einfach mal, wo es wirklich lang geht. Denn anscheinend habe ich es ein bisschen vergeigt. Aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, für eure Geduld, vor allen Dingen, die ihr in dieser Folge mit mir hattet. Und wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bei Let's Play Wildstar. Tschüss.